Hallo meine Lieben, ich habe ja gesagt, diese Woche ist die Woche der günstigen Preise, aber ich hatte auch ja beim letzten Video dazu gesagt, es ist schwer, was Ordentliches zu finden. Hier habe ich jetzt mal eine Villa für knapp 53.000 Euro und vor Ort kann man bestimmt auf 50 runterhandeln, denke ich mal auf jeden Fall. Und ca. 120 Quadratmeter Wohnfläche, es ist eine Drei-Zimmer-Villa, zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Es hat auch eine kleine Veranda und hat auch einen Balkon. Man hat auch Meerblick. Das ist euer Meerblick. Ist im Stadtteil Demirtas. Kostet 100 türkische Lira Nebenkosten im Monat. Und es gibt einen Gemeinschaftspool. Hier ist der Eingangsbereich. Wir hatten hier schon mal eine Villa in dieser Anlage. Die war etwas teurer, aber die war halt auch etwas. Die war auch etwas renoviert. Also ehrlich gesagt, so schlimm ist diese auch nicht. Also wer seine Ruhe, natürlich muss ich da lachen. Wer da seine Ruhe haben will, Entschuldigung, Leute. Wenn man das Ganze, also da muss man halt ein bisschen Zeit und Geld investieren. Ja, hier haben wir das Wohnzimmer. Natürlich im Winter arschkalt. Hier geht es dann rauf zum oberen Stock unter den zwei anderen Zimmern, zwei Schlafzimmern. Hier haben wir, also wir haben eine Toilette und ein Bad mit Toilette. Okay? Ich musste jetzt wirklich lachen. Leute, da, bei sowas gibt es eigentlich nichts zu lachen. Aber ich wollte gerade sagen, ihr müsst halt was machen und dann kommt dieses total verschmutzte Klo. Warum schaut es da so verschmutzt immer aus bei manchen Objekten? Das sage ich euch mal. Oft ist so, dass man, wenn man die Objekte, wenn man als Makler als Beispiel, ja, willst du hingehen und Fotos machen oder willst du es jemandem zeigen, ja? Nun, das ist ja ein Demirtas und der Besitzer hat halt keinen Bock, jedes Mal da rauszufahren und es ist ja nicht so, dass derjenige, der es gleich anschaut, auch gleich kauft, ja? Wenn, dann würde er natürlich dann kommen, ja? Aber der muss es wahrscheinlich 20, 30 Leuten zeigen und irgendeiner wird dann mal vielleicht zu lange. Deswegen denkt er sich, naja, wenn es jemand will, dann würde es erstmal so anschauen und dann, ne, was ist dann? Dann tut man praktisch den Schlüssel dort unter irgendeinem Blumenkasten oder über der Tür stehen lassen, liegen lassen und sagt halt, da ist der Schlüssel. Geht und schaut rein und dann lasst ihn wieder dort. Ne? Und manchmal vergessen sie halt dann die Tür zuzumachen, dann regnet es halt und dann schaut es halt so aus. Ja, das ist das Hauptschlafzimmer und hier haben wir die Veranda, Balkon und auch noch mit Kamingrill, ist doch schön. Also 53.000 Euro, wer Lust hat, mit Meerblick, eine kleine, schöne Villa. Es ist aber Doppelhaushälfte sozusagen. Hier der hintere Balkon und hier eure Veranda. Aus alles kann man was machen. Ja? Jetzt ist halt die Frage, wollt ihr lieber die Version kaufen, wo schon hergerichtet ist, oder lieber diese und ist halt dann 15.000 Euro billiger. Ne? Müsst ihr wissen. Die hergerichtete, ehrlich gesagt, ist die auch nicht so sehr hergerichtet. Die haben einfach nur ein Parkett hin verlegt. Also kostet ja auch nicht hier so viel. Ja? Okay, also so viel mal von mir. Wer Lust hat, meldet sich für diese Villa. Hier geht es dann rein zu eurer Villa mit kleinen Garteneinteil und habe ich die Nebenkosten schon gesagt? Ja, habe ich gesagt, 100 Lira Nebenkosten. Vielen Dank fürs Zuhören. Schauen wir uns noch mal alles an. Hier der Eingangsbereich. Tapo und Iskan ist alles okay. Sieht man auch, da ist Strom und Wasserzähler alles vorhanden. Das hatte ich schon mal in einem Video erklärt. Diese Sachen sind sehr wichtig, damit es keine Probleme gibt, wenn ihr Wasser und Strom anmelden wollt, dass es dann nicht heißt, ihr habt zwar ein Grundbuch, aber es fehlt das Iskan. Was ist Der Iskan ist, wozu es genutzt werden darf. Versteht ihr? Wozu es genutzt werden darf. Und hier passt alles. Zum Strand sind es zu Fuß 20 Minuten, 30 Minuten, mit dem Auto 5 Minuten. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Also, wer Lust hat, meldet sich und können wir gerne vor Ort mal zeigen. Okay, Dankeschön, bis zum nächsten Video.